Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. So, wir haben ja, die schaut, dass genug Nahrung da ist. Die Fische sammeln wir gerade, genau. Oh, wir haben viel Eisenerz. Die Hirsche gehen gut weg. Okay, so. Im Moment sollten sie eigentlich ganz gut klarkommen. Da wird noch ein Wohnhaus gebaut. Der Markt ist voll, das ist okay. Der Markt hier drüben ist auch fertig. Und dieser Markt ist auch fertig. So, sie sind zurückgekommen, haben mir 1000 Gold mitgebracht, 20 Wein. Und hier 10 Punkte. Okay. Also, Fische können wir mal abgeben. Die Vorraten können wir aufheben. So. Ich hätte gerne den Waffenschmied oder... Nein, wir gehen zuerst in den Klerus rein. Bei 20 Punkten haben wir eine Kirche. Das heißt, wir könnten die andere so aufwerten, dass es 20 Punkte gibt. Editieren. Wir haben momentan 11 Punkte. Können wir da vielleicht noch eine Erweiterung? Ah, nicht die, sondern die hier. Ein bisschen höher. Doch die? Will ich mal. Okay. Ja, auch noch. Da drüben auch. Geht nicht. Okay. Dann könnten wir hier aber noch eine Sternerweiterung B dran bauen. Und hier noch eine B. Und hier noch eine B. Und hier noch eine B. Dann haben wir auf 13,6. Wenn wir das ein bisschen größer machen alles. Die Höhe passt nicht. Und jetzt wird es passen. Die Höhe hier passt auch nicht. Warte. So. Dann können da oben natürlich auch wieder Holz. Also, die kann ich jetzt gar nicht setzen. Holzkreuz. 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 Jetzt sind wir auf 14,6. Ich habe das Gefühl, die Holzkreuze bringen mir doch gar nichts. Wirklich nur Deko. Okay. Wären 14,6. Was ist, wenn wir jetzt nur eine Steinerweiterung A nehmen? Aber keine A, oder? Doch kein A. E? Wir könnten noch mal Hauptgebäude dran setzen. Dann hätten wir 17,6. Moment, machen wir das anders. Ja, tut mir leid. Okay.
Okay, da wollen sie einen Horstbon, glaube ich. Okay, dann sagen wir mal Hauptgebäude. Was wäre, wenn wir es einfach mal so dran pflanzen? Bald mal nicht. Eines daher. Und eines daher. Wir haben 14. Wir haben auf 18,5. Für 200 Dorfbewohner hätten wir Platz. Was ist, wenn wir noch einen kleinen Turm nehmen? Aber könnten wir hier noch hinstellen? Nein, da haben wir einen Friedhof bastelt. Ach ja. Wir haben auch 22. Beginnen wir mal den Bau. Und wir priorisieren das. Dann hätten wir hier die Kirche weiter. Im hölzernen Bergfried. Warum können wir die nicht freischalten? Wir haben doch 17. So, wir haben doch einen hölzernen Bergfried schon. Ach, demnächst verfügbar? Okay. Deswegen. Wohnhaus ist fertig gebaut. Sehr gut. Ländliche Kirche, Markt, Hölzerner Bergfried, Holzbrücke. Habe ich das richtig gesehen, dass wir hier auch neue Sachen haben? Die Steuerbehörde haben wir. Ach, die Steuerbehörde mag doch jeder. Oder? Na gut. Was, das kostet nur 5 Steine? Okay. Billig. Da ist die Kirche schon etwas teurer. Aber sie arbeiten zu viel dran. Ein paar Fische, wir haben Brot übrig, wir haben Gemüse übrig, wunderbar. Also, ups. Wir haben genug Kleidung auf Vorrat. Sieht doch super aus. Wir sind am Bauen. Dann 60, okay, dann müssen wir es noch ein bisschen produzieren. 200 Steine. Lassen wir momentan wieder mal alle 5 arbeiten. Ah, da wird gebaut. Okay, die Kreuzer hier sind noch falsch, aber egal. Wenn wir das haben, dann haben wir hier die 20 Punkte. Achtzig Steine haben schon geliefert. Haben wir noch welche? Oh, nur noch 3. Okay, das dauert jetzt. Holzbretter. Haben wir noch 48? Jagdzeug haben wir genug.
110 Steine sind schon da. Cool. Also haben wir schon einen Großteil der Steine. Das ist okay. Das heißt, die waren alle noch unterwegs. Hat Chance. Okay, die warten auf den Baumeister. Hier haben wir ein paar Wohnhäuser. Hier haben wir unsere Nahrungsproduktion und die Eisenproduktion. Die Bäckereien arbeiten schön. Warum arbeitest du eigentlich nicht, hä? Oh, das Weizen ist aus. Okay, super. Tatsache. Na hopp, arbeitet's mir. Ah, da soll ein Wohnhaus hin. Okay. Wir haben 79 Einwohner derzeit. Wir brauchen eventuell überall einen Brunnen. Da haben wir zum Beispiel keinen Brunnen gebaut. Oh gut, aber da hinten haben wir einen Brunnen. Ball. Mach mal so. Okay, die ersten Häuser sind bald fertig. Wenn du zu viert dran arbeiten, geht es ja doch schneller, als ich dachte. Oder zu fünft. Oh ja, cool. Da holt schon einer Werkzeuge. Das ist irgendein Haus wird nachher fertig sein. Viel Verkehr bei der Kirche. Mhm. Ist, obwohl der Eingang auf der anderen Seite ist, ja? Okay. Warte, da ist kein Eingang, wo ihr reingeht. Aber das nur so nebenbei. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. 106 treue Besucher, 107. Das ist. Also wenn ich nur 77 Einwohner, nee, 137, okay. Mhm. So, Steine, 7 Stück. Das Werkzeug ist da, das Häuschen hier unten dürfte fertiggestellt werden. Das zweite wartet jetzt gleich nur noch auf Werkzeug. Ja, eigentlich der Kirche. Helf mir dir.
Ja, ein Haus ist fertig. Damit sind doch die Gesamtkosten runtergegangen. Man braucht so eine Riesenkirche für 200 Leute. Mhm. Schon ganz schön groß. Kommen wieder 10 Steine. Und 6 Werkzeuge. Das heißt, das zweite Haus da oben wird jetzt auch fertiggestellt. Ja, man sieht es leider nicht. Das wird jetzt halt dann plötzlich fertig sein. Da. Genau, bau weiter. Da stehen im Haus halt auch Kreuze. Ja, das war Absicht. War natürlich Absicht. Eine kleine ländliche Kirche, ja. Ah, das ist fertig. So, jetzt fehlen nur noch die 3. Zwei neue Einwohner, gut. Guck mal. 2500 Gold, das reicht. Steine. Oh, Steine sind der Knackpunkt momentan, glaube ich. Bin ja mal gespannt, ob man dann Steuern erheben kann. Sonst ist eigentlich auch. Nee, noch nicht. Ja, aber die Kirche ist eh gleich fertig. Naja, gleich. Okay, es fehlen noch ein paar Steinchen, aber... Dann wird es bald fertig sein. Wir bringen Werkzeug, sehr gut. Na kommt. 140 Steine, 40 Bretter und 23 Werkzeuge. Hm. Holz haben wir genug, Steine noch nicht. Und Werkzeug genug. Na gut, ich würde sagen, dann warten wir jetzt, bis die Kirche fertig ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, kurz bevor sie dann fertig ist. Ich sage mal Tschüss, ciao, baba. Bis zum nächsten Mal.